Ich bin Lisa Maria Bayer, ich bin bildende Künstlerin hier in Dresden und ich habe mich damals dafür entschieden, Kunst zu studieren, explizit an der HfBK in Dresden, weil ich meine Jugend schon hier zugebracht habe und meine Early Twenties damit Banner zu malen, mich zu organisieren und mich halt wirklich sehr auf dieses, ja, analoge Banner malen. Das klingt vielleicht komisch, aber ich fand das irgendwie gut. Und ich dachte mir, ja, so eine Malereihochschule, wieso nicht? Und genau, habe mich dann mit einer sehr eher auch bisschen aktivistischeren Mappe beworben. Und hat dann auch alles gut geklappt. Und ja, dann war ich an der HfBK Dresden mit gutem politischen Wohlwollen und dem Wunsch zu malen. Ja, also bei mir hat sich das Studium auf jeden Fall von so einer sehr individuellen Position. Ich hatte halt das Glück, dass ich eh schon aus Dresden, also beziehungsweise schon länger in Dresden gewohnt hatte und mich hier auch einfach in der politischen Szene einfach schon so sehr wohl gefühlt hatte und gut vernetzt hatte und deswegen mit meiner Kunst halt direkt andocken konnte, was ja damals noch das Bannermalen war. Und das hat sich dann entwickelt sozusagen in, ja, viel, würde ich glatt sagen, kuratierte Aktionen. Ja, wie zum Beispiel das Organisieren von Workshops und auch das Zusammenführen von Gruppen wie der Polizeiklasse Dresden, die auch durch einen Workshop entstanden sind, den ich hier im Oktogon in der Hochschule organisiert hatte. Eben dieses Verbinden von verschiedenen Disziplinen und auch, also ja, dieses Suchen und Finden von Kooperationen macht dieses Studium halt auch sehr, sehr spannend und man stößt auf jeden Fall immer auf offene Ohren, wenn man wirklich ein Projekt mit anderen zusammen gerne durchziehen möchte. Der Beruf Künstlerin für mich bedeutet, die aktionistischen Sachen auf einmal diese professionelle Ebene bekommen haben und wirklich Gestalt in der Kunst angenommen haben, die wunderbar sind, die Möglichkeiten aufzeigen, die ich vorher selber nicht für möglich gehalten hätte. Es ist die absolute Freiheit mit absoluter Verantwortung.